So, meine Freunde, wir sind jetzt bei einem sehr, sehr guten Freund von mir im Tattoo-Studio bei Arnes Tattoo. Das ist quasi ein guter Homie von mir, der meine Tattoos macht. Und wir sind heute hier mit Marvin und haben uns gedacht, wir lassen uns heute zusammen tätowieren. Ich muss meinen rechten Arm noch fertig machen, denn da ist noch ein bisschen Platz frei. Und Marvin hat sich auch noch ein bisschen was überlegt. Das verrate ich aber nicht, da müsst ihr auf sein Video reinschalten. Da seht ihr, was er sich tätowieren lässt. Und ich würde sagen, wir geben jetzt ein bisschen Musik drauf und krachen jetzt meinen Arm zu. In diesem Sinne, viel Spaß euch und wir sehen uns gleich danach. Nice, my man, featuring Mike zum End. Ich steppe in die Booth und bring direkt das Mic zum Brennen. Ich hab mein Hype verpennt, malte nur Bilder auf dem Gleis. Währenddessen war mein Rap wie guter Wein, er reifte mit der Zeit. Fire Records represent, fresher Funk aus G-Town. Wenn ich mal nicht rappe, hau ich mit den Jungs in Peace raus. Aerosol und Weed rauch, ich scheiß auf euren Trend. Es ist Ausblock, Kids, Chrom, Schwarz, alles für die Gang. Du bist nur geblendet von Bands, geblendet vom Cash, geblendet vom Trend. Doch letztendlich lieben alle den Trash. Ich geb nen Fick, was du hast und auch nen Fick, was du kannst. Denn Autotune ist kein Talent, du bleibst halt immer in Spaß. Das hier ist alte Schule, Kopf, Nicker, Sound, echter Hip-Hop. Bei deiner Mucke tanzen Kids, Fortnite-Tänzer auf TikTok. Es ist wie Rap am Mittwoch, vielleicht wirst du es verstehen. Denn wenn du nix mit echten Hip-Hop am Hut hast, dann musst du gehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Teil von unserem Polski Roadtrip. Und ja, wie ihr vielleicht bemerkt habt, im letzten Video habe ich mir ein bisschen sehr hart meine Felge zerschossen. Alter Digga, fuck. Und in diesem Video gehen wir auch wieder driften. Jedoch müssen wir erstmal hier unsere Autos vorbereiten, weil hinten sind die Reifen runter. Das will ich hier vorne nicht lassen. Und von der Seite sind auch komplett andere Felgen. Und mit so einer Geometrie macht es einfach keinen Sinn zu fahren. Und ja, ich habe mir was zugelegt, was ich denke mal das erste Mal diesem Auto ein bisschen Style verleiht. Komm mal mit, ich zeige euch, was ich hier habe. Das ist es, meine Freunde. Borbet A in 10J und 8,5J. Auf diesem E36 würde es ja so brutal wegscheppern. Ich fühle es extrem. Oh, Marvin ist ja schon nebenbei ein bisschen am, ja, sag ich mal, Reifen einsammeln. Wir waren schon vorhin gerade Reifencontainern. Ich habe eine Frage. Du hast deine OZ Futuras geschrottet. Ja. Und denkst, das ist jetzt eine sinnvolle Idee, die nächsten teuren Felgen da drauf zu stecken? Ja. Okay. Wie gesagt, Marvin macht jetzt noch gerade hier ein bisschen Reifen einladen. Wir gehen dann noch gleich bei Paul Reifen umziehen. Jedoch müssen wir erstmal auch noch meine Reifen hier runterziehen. Denn da ist auch das Profil schon ziemlich runter. Das heißt, wir bocken den Hobel hoch, Reifen runter, Borbet A drauf, dann die in dein X und dann, genau, das ja, wird irgendwie was. Die Borbet sind ja quasi jetzt deine Style-Felgen, muss ich dazu sagen. Die würdest du nicht driften oder driftest du die? Nee, genau, das sind meine Style-Felgen. Mit denen werden wir dann auf Straße fahren. Das Auto soll ja ein bisschen humaner sein und safe und eben nicht mit irgendwelchen geschweißten, zerschossenen Bumsfelgen hier rumzufahren, sondern die Borbets, die sind halt recht schick und das sind dann die Felgen, die wir auf Style dann einfach optisch fahren und zum Driften wechseln wir dann auf andere Felgen. In diesem Sinne, auf geht's, Hobel hochheben und dann let's go hier. Du guckst zuerst, ja? Okay. Dein Gesichtsausdruck sagt mir, ob es cool ist oder nicht. Okay. Oh, Digga! Oh, da hast du mir gleich den Schuh ausgezogen. Okay, ich bin gespannt, ob das klappt. Ui. Digga! Aber ich sag dir ehrlich, mit den Betonfedern, das geht fit. Das geht wirklich fit. Ja? Perfekt. Oh. Na dann, nochmal vorne, wa? Ja, dieselben noch vorne. Da bin ich gespannt mit dem Sturz. Ich sehe ja eher vorne eine Spurplatte nochmal drauf. Ja, musst du fast. Die ist ja nur 8,5. Ja, bei ungefähr 12 Grad Sturzgefühl. Also ich sehe da keine Spurplatte, um ehrlich zu sein. Echt? Ja, wo? Schade. Wo? Mit Fenderflare sogar schon. Die Wurstreifen drauf, nur. Ja, ich hätte auch einen schmaleren gefühlt, aber wach halt drauf war. Bruder, ich sag dir ehrlich, hoffentlich machen wir jetzt gleich alle Ehren dem Geil, Alter, geil. Ja. Komm, jetzt gib ihm. Aber auch, ne? Das wird so gut aussehen. Ui. Oh. Ja, voll sexy. Bruder, also da machen wir jetzt noch drüben die Dinger drauf. Und da sehe ich noch ein paar andere Sachen. Also ich habe übelst viel im Lager, Alter. Ich habe richtig Bock, gerade umzubauen. Aber wir haben noch übelst viel zu tun. Deswegen machen wir noch die Felgen drauf. Und dann sehen wir uns gleich morgen. Und morgen machen wir noch ein paar andere Sachen. In diesem Sinne, bis gleich, meine lieben Freunde. So, nächster Tag. Und es geht weiter an unserem E36. Und vielleicht soll ich auch mal den Plan erzählen, was heute überhaupt der Plan ist. Also wir wollen eigentlich heute nochmal driften gehen. Wir waren ja schon im letzten Video, waren wir ja zusammen driften mit euch. Und heute gibt es ein paar Veränderungen am Fahrzeug. Denn wir haben nicht die Autos
getestet und wir wollen sie noch ein bisschen mehr anpassen zum Driften. Ich meine natürlich optisch wollen wir sie verändern, als auch wie technisch. Und ich sag mal so, die Felgen sind jetzt okay, wir müssen dann gleich nochmal die Radkästen bördeln hinten. Ich weiß bloß nicht, wo mein Bördelgerät ist. Aber wir wollen hier noch ein paar Sachen machen. Zum Beispiel an erster Stelle ist es so, wir haben zwar Betonfedern drin, aber original Dämpfer. Das heißt, wenn wir das Auto hochheben, hängen die Räder komplett durch, weil die Dämpfer noch original lang sind. Und ich habe da noch zum Glück im Lager gekürzte Dämpfer da. Und zwar sind das hier ganz normale Sachs-Dämpfer, sind aber gekürzt um ca. 13 cm und wieder zusammengeschweißt. Diese Dämpfer bin ich schon selber fast 2 Jahre gefahren. Sie sind auch jetzt nicht ausgelaufen und so, aber ich weiß, okay, bei denen halten die Schweißnähte. Und das ist dazu da, durch die kurze Dämpfer, dass wenn wir das Auto hochheben, dass die Räder auch mitkommen. Das heißt, das Rad bleibt fast so, wie es ist. Und dann brauchen wir die Karre nie bis an den Nordpol hochheben, sondern da geht es einmal 2, 3 Drücker und wir können direkt das Rad demontieren. Und an zweiter Stelle wollen wir das Auto noch ein bisschen versteifen, denn die Karosse arbeitet doch schon ziemlich hart. Und dafür habe ich auch noch Folgendes da. Und zwar schöne Domstreben für vorne sowie hinten, dass die Karosse nicht zu sehr arbeiten kann und somit versteift ist. Und ich würde sagen, wir montieren das Ganze mal und schauen, dass wir noch die Radkästen bündeln. Und dann sollten wir eigentlich soweit ready sein, dass wir heute unseren zweiten Test angehen können. In diesem Sinne viel Spaß euch und wir sehen uns gleich. So, ich denke, es ist jetzt ganz klar zu sehen, der Unterschied, wie weit jetzt schon der Achsschenkel oben ist. Weil tiefer kann er nicht gehen, weil der Dämpfer so kurz ist. Das heißt, wenn wir den Wagen anheben, haben wir mega viel Platz. Zum Vergleich nochmal die andere Seite. Hier haben wir jetzt die andere Seite und man sieht den Unterschied, wie weit dieser Achsschenkel runterhängt. Aber meine Freunde, es fängt an zu regnen. Ja gut, regnen ist ein sehr großes Wort für das, was gerade passiert. Aber wir sollten uns langsam ready machen zum Driften. In diesem Sinne, ich beeil mich und melde mich gleich zurück, wenn es losgeht. Oh, eine Sache, die muss noch schön drüber pissen. Ja, ich liebe das Projekt jetzt schon. Oh, aua, aua. Ist komplett eingerissen. Lass ihn jetzt einfach zu. Wir legen die Reifen jetzt. Du hast ja eine Limo, weißt du? Du kannst ja von den Seiten die Reifen reinlegen. Oh. So, jetzt muss man Radkästen bördeln. Aber ich dachte, du hast kein Bördelgerät. Ja, das machen wir mit dem Rohr, oder? Ich hätte auch gerne ein Telefonbuch genommen, aber ich habe nicht so viele Freunde und so viele Telefonkontakte dafür. Sagen Sie uns, ist das ein alter Stoßdämpfer? Ja, das ist ein rumänisches Bördelgerät. Ah, geil. Haben sie früher in der UdSSR benutzt, aber ich habe das von meinem Großopa vererbt bekommen. So, Sie dürfen erst einmal vorfahren. Ja, der kommt doch! Ja? Ja, ja, Alter, richtig Platz jetzt. Karosseriebau. Dioxid. Du brauchst nicht so nah ranfilmen. Die Leute sehen, dass es Murks ist. Guck mal hier. Da passt der halbe Finger noch dazwischen. Oh! Yo, geil! Stopp, meine Stoppung! Ja, gut, ich verliere ein bisschen Servoöl. Ich habe noch 2 Tag Motoröl. Das können wir da schön reinkippen. So, wir sind da und wie erhofft, regnet es. Das heißt, heute können wir schön Reifen einsparen, denn im Nassen ist der Verbrauch nicht so hoch. Ich meine, natürlich haben wir gut was an Felgen mit, aber das ist sehr wichtig, dass heute Marvin erstmal üben kann. Yes, ich habe richtig Bock. Digga, Kreisel achten und dann irgendwann noch Fly-Off, ne? Vergiss nicht, deine Fly-Off wieder anzuschließen. Montiere ich jetzt gerade wieder, ja. Sehr gut, Marvin ist nämlich ein ganz ordentlicher, der tut immer die Fly-Off demontieren, dass ihn die Polizei auch in Deutschland nicht ankacken kann. Ah, sehr vorbildlich. In diesem Sinne, ich packe jetzt bei mir auch erstmal Felgen neue hinten drauf. Denn auf dem Bobett werde ich nicht driften, das sind einfach nur meine Style-Felgen. Und dann werden wir einfach schauen, dass wir uns ein bisschen einfach am Marvin ein bisschen Feuer unterm Arsch machen, weil wenn er Kreisel dreht, dann klebe ich mich einfach dran. We'll be right back.
Also das war ja jetzt nicht schlecht für unseren ersten kleinen Tandem im Kreisel. Aber, Alter, meine Pumpe, Mann. Du traust dich was. Das zweite Mal drifte ich hier und du kommst mir hier so wirklich gefühlt. Es ist immer viel weiter weg, aber für mich war das wie wenn du wirklich... Es geht schon, es geht schon. Ich meine, ich mache das ja immer noch mit Sicherheitsabstand. Ja, voll, dass wenn du dich eindrehst, ich meine, das hat man ja gesehen. Ja. In manchen Stellen, wenn du dich eingedreht hast, muss ich auch einfach spinnen. Deswegen, es ging lieber, schon gut klar. Lieber jetzt üben, vor dem Umbau, wie wenn dann alles schick ist und dann das erste Mal Tandem, ne? Ja, das sehe ich auch so, weil noch sind die Karren hässlich wie Sau und da kann man noch ein bisschen was kaputt machen, genau. Als wenn sie schon fertig sind für die Show. Das heißt, Marvin hat jetzt schon als erstes erstmal Kreiseldrehen geübt, achten im Trocken, heute der erste Tag im Nassen, Kreisel achten und schon zusammen. Wir machen jetzt, glaube ich, mal eine kleine Pause und danach würde ich sagen, setze ich mich neben dich und dann werden wir üben, einfach geradeaus fahren, im zweiten Gang, Fly-Off ziehen und dann in den Kreisel rein. Ja, Fly-Off muss ich noch üben, auf jeden Fall, ja. Genau, weil Kreisel kannst du, achten kannst du. Ja. Jetzt üben wir das nochmal der Fly-Off und danach solltest du es auch hinkriegen, denke ich mal, hier ein bisschen schon Strecke zu fahren. Also ich sehe dich am Ende des Tages heute noch, eine schöne Strecke zu fahren. Das ist doch mal ein Wort. Macht sich ja jetzt hier schon gar nicht so schlecht und ich würde sagen, wir fahren ihn jetzt hinterher und schmeißen ihn einfach ins kalte Wasser, denn er ist schon langsam so raus und ich werde ihn jetzt einfach chasen, aber trotzdem mit Sicherheitsabstand, dass falls er spinnt, ich einfach auch spinne und wir nicht zusammenstoßen. In diesem Sinne, ja, mal schauen, wie er sich macht, wenn ich ihn jetzt anfange zu chasen. Oh nein! Oh nein! Oh fuck! Oh fuck! Oh fuck, Digga! Ich glaube, mein Getriebe ist runtergefallen. Oh fuck! Oh, Digga, als ich dich gejagt habe, dritten Gang eingelegt, Volllast, entweder Getriebe oder Diff geplatzt. Nee. Oh, das hat richtig gerumst. Geht gar nichts mehr. Gar nichts. Also ich kann es gar nicht mehr fahren. Nee. Ich muss den Anhänger mitnehmen sollen. Oh nein, Alter. Aber du hast doch noch einen Diff rumliegen, Mann. Ja, 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 ja. Aber wie kriegen wir die Bude jetzt nach Hause? Ich habe ein Abschleppseil mit. 50 Kilometer, Bruder. Ja gut, ist Polen, ne? So, wir tun mal schnell begutachten, was passiert ist und melden uns gleich wieder. Ja, es ist belastend. Es ist halt nur mal Drifter-Lifestyle.
Und wir müssen mich jetzt leider nach Hause schleppen. Wir haben geschaut, die Innerei vom Differential ist geplatzt. Hat sich jetzt auch alles gut hier verewigt. Ein Glück habe ich auch ein Abschleppseil mit. Das Einzige, was mich halt ärgert, ist, dass es halt ein 444er Diff ist. Das ist ziemlich recht selten und hat sich recht geil gedriftet. Ich habe zwar noch eins vor Ort da, aber ja, mit dem längeren Diff wird es nicht so geil driften wie die letzten zwei Male. Mal schauen einfach. Ich würde sagen, wir hängen jetzt das Ding hier an den X dran von Marvin. Ein Glück haben wir den Hobel mitgenommen, weil da können wir mich jetzt ganz entspannt über die Autobahn wieder nach Hause schleppen. So, da sind wir wieder da. Es war... Digga, es war einfach ultra fett, Mann, Alter, Digga. Driften war richtig gut, Mann. Ich hätte ja nicht gedacht, dass schon am zweiten Tag, wo wir zusammen unterwegs driften sind, schon so gut geht, dass wir schon nebeneinander driften können und dass ich sogar, wenn Marvin driftet, mich an ihn ein bisschen rankleben kann, so touchmäßig. Das Ganze hat aber auch, ja, seinen Preis. Ich meine, das ist ganz normal üblich. Wir haben einen schon bereits gedrifteten Drifter von einem Drifter, der einen gedrifteten Drifter von einem Drifter gekauft hat. Und das Ding ist einfach schon eh, wie ihr es gesehen habt, bei der Bestandsaufnahme komplett Moos gewesen. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal schauen, dass wir das Auto reparieren. Aber das machen wir dieses Video nicht mehr. Wir machen für heute hier Feierabend. Falls ihr das Ganze hier verfolgen wollt, wie wir den Wagen hier wieder reparieren, aufbauen, weiter driften und dann sogar noch lackieren, dann solltet ihr auf jeden Fall diesen Kanal hier abonnieren. Und ich würde sagen, lasst euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.